Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Aktuell das regionale Abendmagazin. Heute im Studio. Kim Wutzler. Carsten Riedel. Guten Abend. Tja, so haben wir Wahnsinn, das damals gemacht. Wahnsinn. Richtig, richtig. 20 Jahre ist's her. Da lief unsere erste Sendung Tag aktuell, also genau heute vor 20 Jahren. Und bis auf einen, der heute nicht dabei ist, waren wir irgendwie alle dabei. Richtig. Du dabei gewesen, ich dabei gewesen. Es war damals nicht meine Sendewoche. Und wenn ich jetzt überlege, ich bin ja auch schon 6 Jahre nicht mehr hier. Richtig, richtig. Und wir haben uns wiedererkannt. Ja, man hat sich ja kaum verändert. Wie geht's dir seitdem? Ach du, mir geht's eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin alt geworden, ich habe wieder ein paar Kilo zugenommen, brauche inzwischen eine Gleitsichtbrille, muss ein Hörgerät tragen. So ist das halt, das Alter schlägt den Mann. Aber im Großen und Ganzen geht's mir gut. Ich bin mir treu geblieben, meiner, wie soll man sagen, ich bin halt immer noch in dem gleichen Bereich. Stimme, Sprache, Kommunikation, Reden, das ist das, was ich mache heute. Das, was dir eben liegt, so wie wir dich kennengelernt haben. Und der Bonus, wir haben endlich Breitbild eingeführt. Also wir haben heute auch nicht das Problem, hier nebeneinander zu stehen, wie du es damals mit Udo Rupp-Kalbis hattest. Das war damals der müde Gag, den wir bei der ersten Sendung gemacht haben. Aber ich gebe es ja ehrlich zu, die erste Sendung, das war eine Sendung mit ganz vielen Pannen. 19 Uhr war Sendestart. Wir saßen alle in Reinsdorf, in diesem kleinen Trafohäuschen, das es gewesen ist damals, und haben darauf gewartet, jetzt geht's endlich los. Und 19 Uhr hat das Programm zugeschaltet und wir waren auf Sendung und 19.10 Uhr ist alles zusammengebrochen. Sendung war weg. Oh mein, oh mein. Dann haben wir gebaut und gebastelt, Mike Weber damals noch im Hintergrund. Wir haben versucht, den Fehler zu finden. 20 Uhr, neue Sendung, 20.10 Uhr, Abbruch. Wir haben den Fehler dann irgendwann mal gefunden, aber es war ein Sendestart mit Pannen, aber dafür habt ihr euch 20 Jahre gehalten. So ist es. Richtig. Wir haben daraus gelernt und ich denke, wir haben eine tolle Truppe zusammen. 20 Jahre, wer kann das schon vorweisen? Als regionaler Fernsehsender manchmal nicht ganz so leicht. Das stimmt. Als wir damals angefangen haben vor 20 Jahren, da war die Medienlandschaft noch eine ganz andere. Richtig. Damals haben Facebook, Instagram und solche Dinge noch überhaupt keine Rolle gespielt. Damals mit den Internetgeschwindigkeiten gab es bei YouTube kleine Clips, die verpixelt waren. Das konnte man alles gar nicht mehr angucken. Heute ist da alles anders geworden. Regionales Fernsehen war damals auch ein sehr langsames Medium. Wir waren relativ schnell hier in Zwickau. Wir hatten damals den Anspruch, eine tägliche Sendung zu machen. Das war ja ringsumher, ob das jetzt im Vogtland war oder in anderen Ecken. Die hatten teilweise alle noch eine sogenannte Wochenschleife. Ja. Da wurde also eine Kassette in der Kopfstation abgegeben, die ging 4 Stunden und dann lief das eine Woche lang. Das haben wir nicht gemacht, von Anfang an nicht. Richtig, es war schon immer unser Anspruch, Sie tagesaktuell auf dem Laufenden zu halten. Und ich denke, das ist uns bis jetzt sehr, sehr gut gelungen. Ja, und ich finde tatsächlich, dass es so viele schöne alte Geschichten zu erzählen gibt. Damals, Kim, weißt du, das sind 20 Jahre, ich bin jetzt 46, über dein Alter wollen wir an der Stelle nicht reden, weil man fragt ja Frauen nicht, wie alt sie sind. Aber da gibt es ein Foto, vielleicht können wir das auch einblenden. Das machen wir definitiv. Ich saß ja mit dir im Büro bei deiner Mutti und du hast dir Hausaufgaben gemacht. Ich habe dir dabei geholfen. Mathe-Hausaufgaben, um es genau zu nehmen, weil Mathe war nie meine Stärke. Meine auch nicht, aber dafür hat es noch gereicht. So, diese Dinge haben wir gemacht. Wir haben zwischendurch ganz viele, viele andere Sachen gemacht. Wir hatten einen Abendgruß mit einer Schauspielerin. Genau. Mit der Märchenmuhme. Frau, die Märchenmuhme, die Richtig. Frau Schiedrich war das, glaube ich. Ne? Genau. Da haben wir ganz tolle Sachen gemacht. Und ja, damals auch mit vielen tollen Kollegen, mit Mike Weber und allen anderen, mit der Sina Richter. Gott, wer war denn noch alles dabei? Die Katrin, Reinhold. Frank genau. Bormann, Jens ja. Schröder. Also ja. Es waren so viele, wir können gar nicht alle aufzählen, aber alle haben maßgeblich dazu beigetragen, dass unser Sender lebt, dass er mit Leben und Leidenschaft gefüllt wurde und dass wir das alles stemmen können. Ja, und ich erinnere mich manchmal zurück, so meine Anfänge mit den Wetterregeln.
Wetterregeln ist ein gutes Stichwort. Ich weiß ja nicht, wer damals dein Friseur gewesen ist. Ich glaube, es ist heute ein anderer. Diese Schneckenhaare, da erinnere ich mich noch dran. Aber vielleicht hast du das ja noch drauf. Vielleicht hast du ja noch so eine Wetterregel für uns. Ich habe tatsächlich eine vorbereitet, extra für heute. Ich würde sagen, wir geben ab zu Wetterregel vom April. Und zwar: So wie Martin es will, so zeigt sich dann der ganze April. Du kannst es immer noch, aber du kannst inzwischen so viel mehr. Du hältst ja hier so auch ein bisschen den Laden am Laufen. Das ist mir ja auch nicht verborgen geblieben. Also sprich, du stehst hier im Studio, moderierst die Sendung, aber du bist auch mit der Kamera draußen. Richtig, also überall mal unterwegs, wo es brennt. Ja, also eine Frau für alle Fälle. So sieht das halt aus. Ja, naja, 2018 hat es mich dann eigentlich hier so weggetrieben, in Anführungsstrichen. Und ich werde heute noch gefragt, Sie sind doch beim Fernsehen. Das stimmt. Ich sage, nein, bin ich nicht mehr. Nicht mehr, aber dann, mit dir verbinden so viele Menschen noch dieses Fernsehen. Ich werde auch so oft angesprochen. Das ist auf so, dich ja. Und Udo. Und es. Aber das war damals einfach die Zeit für mich zu sagen, Mensch, jetzt bist du 40 geworden, jetzt musst du was anderes machen. Das ist manchmal so. Im Leben hat man dann immer wieder so Zäsuren und so Punkte, wo man sich verändern will. Und das habe ich gemacht. Und ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar für die Zeit, die ich hier hatte. Aber ich bin auch total glücklich mit dem, was ich heute mache. Und das ist doch genau richtig so. Aber es ist schön, dass wir den Carsten heute für unsere Jubiläumsausgabe gewinnen konnten, dass wir Ihnen noch mal einen kurzen Rückblick zeigen. Und ich glaube, das werden wir auch gleich tun. Genau. Na, wir haben nämlich ein bisschen was vorbereitet aus den vergangenen 20 Jahren, wie die Anfänge waren, wie sich alles entwickelt hat, wie wir überhaupt dazu kamen. Ob ich jetzt beim 40-jährigen Jubiläum noch dabei sein kann, da bin ich 66, das weiß ich nicht. Aber vielleicht hat sich da ein bisschen was verändert, wieder vielleicht ein bisschen dünner geworden. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es bis zum 40. noch irgendwie klappt. Und ich wünsche den Zuschauern ganz viel Spaß mit TV West Sachsen. Ich wünsche ganz viel Information und ich hoffe, dass wir in unserer Stadt, in unserem Landkreis überall einfach viele gute Dinge berichten können und dürfen und wollen, weil am Ende gibt es nicht nur schlechte Nachrichten, sondern es gibt auch schöne und gute Dinge. Und da bin ich ganz ehrlich, da guckt ihr auch ganz gerne drauf. Das auf jeden Fall. Lieber Carsten, ich danke dir vielmals, dass du heute hier im Studio zu Besuch warst. Ich danke dir für die Einladung. Und dann lass uns verbunden bleiben und wir schalten jetzt einfach mal zu unserem ersten Filmbeitrag, und zwar 20 Jahre tagaktuell. Viel Spaß. Danke, Carsten. Gern geschehen. April 2004, 19 Uhr. Zum ersten Mal lief der Anfangstrailer von Tag aktuell. Udo Rupkalbis. Carsten Riedel, hallo. Was machst denn du hier? Du, wahrscheinlich eine kleine technische Panne. Sind das wir beide bestellt worden? Das sieht mir ganz so aus. Ja, das sind Anfangsschwierigkeiten, ist doch logisch. Jetzt passen wir aber nicht zusammen auf dem Bildschirm. Ja, du, wir haben wahrscheinlich schon überlegt, ob Sie heute Breitbild einführen wollen bei Television Zwickau. Genau. Ja, damit wir beide draufpassen. Mach dich doch einfach ein bisschen dünner. Oder du? Och nö, du, dann mach ich mich ganz dünn, ja. Dann komme ich am Donnerstag wieder und präsentiere dann tagaktuell. Ich glaube, das reicht. Ich denke aber, dass du nicht ganz umsonst heute gekommen bist. Hören wir nachher von dir das Wetter. Okay? Das ist lieb von dir, du bist ein echter Kollege. Viel Spaß heute. Und damit zu den Meldungen. Wir blicken zurück auf den 13. April vor 20 Jahren. Damals noch unter dem Namen Television Zwickau ging unser Programm auf Sendung. Unser Vorgängersender Zwickau TV musste kurz zuvor aus finanziellen Gründen seinen Betrieb einstellen. Letztlich war es Gerhard Neef, der in Zwickau, der viertgrößten Stadt Sachsens, wieder ein Fernsehprogramm etablieren wollte. Trotz vieler Widrigkeiten gelang es am Ende in Reinsdorf, den alten Sendestandort zu übernehmen und mit vielen engagierten Helfern ein Studio mit neuer Senderegie zu errichten. Im Laufe der Jahre begleiteten uns viele Kollegen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir von Beginn an ein tägliches Abendmagazin unter dem Namen Tagaktuell auf die Beine stellen konnten. Für die wirtschaftliche Sicherheit sorgte von Anfang an die Firma Comedia Concept,
der an dieser Stelle ein großer Dank gilt. Unser Anspruch war und ist es, die Menschen in unserer Region umfassend über die Geschehnisse in unserem Sendegebiet zu informieren. Von Bewegtbildbeiträgen über gelesene Meldungen aus den Bereichen Sport, Kultur und Sicherheit bis hin zu Sonderformaten. Bereits seit 2004 liegt unser Fokus darauf, die Zuschauer zu informieren und unterhalten. So produzierte Television Zwickau damals für die Kleinen einen täglichen Abendgruß mit der Märchenmuhme. Die Märchenmuhme kommt. Guten Abend. Heute möchte ich euch ein Märchen erzählen, das auf ganz verschiedene Weise erzählt wird. Mal heißt es Daumestick und dann Däumelinchen und manchmal heißt es der Däumling. Zudem waren die Bauernregeln, vorgetragen von der damals noch kleinen Kim, ein fester Bestandteil unseres Programms. Sind Philipp und Jakob nass, so macht's den Bauern großen Spaß. Wandel, aber auch Kontinuität sind die Elemente, die einen Sender am Leben erhalten. So war 2013 für Television Zwickau ein aufregendes und wichtiges Jahr. Die weitere Verbreitung des Programms via terrestrischer Antenne war nicht mehr möglich. Da der Sendeturm in Reinsdorf dann nicht mehr nötig war, wurde der Umzug nach Zwickau forciert. Im Herzen der Stadt Zwickau, im ältesten Gebäude am Hauptmarkt der Alten Münze, entstand das neue Sendezentrum von Television Zwickau. Ausgestattet mit modernster Technik, einer neuen Senderegie, Schnittsystemen und Kameras. Mit der Umstellung auf den digitalen Sendebetrieb wurde auch das Bildformat von 4:3 in das mittlerweile zum Standard gewordene 16:9 System gewandelt. Mit der Übernahme des Sendegebiets im Vogtland wandelte man 2017 den Programmnamen in TV Westsachsen. Seit nunmehr 20 Jahren dokumentiert TV Westsachsen regionales Zeitgeschehen. Doch nicht nur die Verbreitung unserer Inhalte über Antenne und Kabel stehen bei uns auf der Tagesordnung. So stellen wir unser Abendmagazin und einzelne Beiträge auch auf unserer Webseite oder unserem YouTube-Kanal zur Verfügung. Auch unser Facebook- und Instagram-Account erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit. Unser spezieller Dank gilt in diesem Zusammenhang all unseren Partnern und Wegbegleitern, ohne welche ein Überleben unseres regionalen Senders nicht möglich wäre. Denn was viele Menschen an den Bildschirmen nicht wissen, Television Zwickau bekommt vom Kuchen der großen Sender nichts ab. Deshalb ist es umso wichtiger, Partner an der Seite zu haben, denen Regionalfernsehen am Herzen liegt, die gemeinsam mit uns die Zukunft dieses Mediums sichern. Vielen Dank dafür. 20 Jahre Television Zwickau. 20 Jahre Abendmagazin Tagaktuell. Wir sagen Danke. Bleiben Sie auch weiter kritische Zuschauer. Wir freuen uns auf die nächsten 20 Jahre. Television Zwickau. Werbung. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Das
Kraft, man schüttelt die Kraft. Ja. Bald ja. Also es macht und nicht vergessen zu meckern. Und hinterher eine gemütliche Runde ist es auch noch mal schön hier zu sitzen. Wann gehst du endlich mal wieder mit mir zum Wandern? Ich kann nicht mit dir zum Wandern gehen. Meine Knie schmerzen mich so sehr und plagen mich. Ja, dann probier doch einfach mal Rosaxan. Mir hat Rosaxan unglaublich geholfen. Rosaxan? Ja, Rosaxan gibt's in jeder Apotheke. Ich probier's aus. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Nachdem die Sparkasse Zwickau im letzten Jahr mit dem Format Pressefrühstück an den Start gegangen ist, möchte man seitens des regionalen Finanzdienstleisters diese Sache weiterführen. Passend zum Start in den Frühling hat die Sparkasse Zwickau regionale Unternehmenssprecher und Medienvertreter zum Gedankenaustausch eingeladen. Frei nach Tolstoi, der Frühling ist die Zeit der Pläne und Vorsätze, fand gestern Runde 3 im Haus der Sparkasse statt. Gerne waren auch diesmal wieder alle gekommen. Man kennt sich in der Region und so kam man schnell miteinander ins Gespräch. Es ist kein Geheimnis, dass sich die Sparkasse Zwickau seit geraumer Zeit neu ausrichtet, transparenter sein möchte, näher dran an den Menschen und nicht zuletzt positive Signale nach draußen senden möchte. Genau deshalb hatte man auf der Einladung auch die etwas provokante Frage gestellt, ob der Wirtschaftsstandort Region Zwickau immer noch attraktiv ist. Ehe es aber in die Diskussion ging, richtete der Vorstandsvorsitzende Andreas Vormann ein paar Worte an die Anwesenden. Vielleicht ein ganz kurzer Blick auf uns, auf die Sparkasse. Das Jahr 2023 ist ja nun mittlerweile abgeschlossen. Wir sind gerade dabei, haben natürlich den Jahresabschluss schon aufgestellt, aber ist in den Gremien noch nicht bestätigt. Das wird irgendwann im Sommer passieren, das ist normal. Aber so viel können wir, glaube ich, vorweg sagen. Wir sind exakt da, wo wir sein wollen. Die Zahlen sind erwartungsgemäß mindestens, wenn nicht ein bisschen besser. Und was die ganzen Umstellungen anbelangt, wir hatten mehrfach darüber berichtet, vor allem im Vertrieb, wie wir uns da aufstellen. Das ist alles total so im Plan, wie es sein sollte, sind wir zufrieden, möchte ich sagen. Aber das soll nur mal ein kurzer Blick auf die Sparkasse sein. Vielmehr wollte man noch gar nicht sagen. Wir wollten noch keine Zahlen vorwegnehmen. Wie gesagt, die müssen erstens vom Wirtschaftsprüfer bestätigt sein vorher. Macht man sowas ja eigentlich nicht. Aber das muss man auch sagen, die Wirtschaftsentwicklung, und wir leiten ja gleich zu dem Thema auch über in der Region, die gibt uns schon die Hoffnung und auch ein ganz anderes Bild, als es oft ja vermittelt wird, dass es hier schon ganz ordentlich brummt, nach wie vor. Also es ist nicht so, dass wir spüren, dass wir hier in einer riesen Rezession sind mit Insolvenzwelle und, überhaupt nicht. Also wir haben eigentlich ein völlig anderes Bild. Und dann ging man auch direkt auf die Thematik ein, wie es um den Wirtschaftsstandort Region Zwickau bestellt ist. Interessante Ausführungen gab es dazu von Sebastian Brückner, der nicht nur Pressesprecher, sondern auch Leiter der Wirtschaftsentwicklung des Landkreises ist. Was uns jetzt gerade im Landkreis halt richtig viel bewegt, ist der Strukturwandel. Strukturwandel Automobilindustrie. Ne? Strukturwandel ist so in Sachsen immer so ein Begriff, da guckt man immer so Bergbau, Lausitz, hinten Braunkohle, alles Mögliche. Aber wenn wir mal schauen, dass bei uns jeder fünfte Beschäftigte im Landkreis irgendwie indirekt oder direkt im Automobilbereich hängt, wirklich in der Produktion oder im Zulieferbereich, Spedition, Logistik, dann ist das eigentlich ein viel größerer Strukturwandel als den, den man hinten da lauset. Also ich sage mal salopp, hinten der MP sagt dann immer, das ist für ihn vorne. Sie kennen die Worte von ihm. Dann ist das eigentlich viel größer als das, was wir in der Lausitz sehen. Und das ist natürlich das wissen Sie alle genauso gut, die dann mit den Themen zu tun haben. Das ist das, was uns wirklich beschäftigt in der Region und auch für uns als Wirtschaftsförderung.
Wir sind jetzt dabei, das erste Mal eine große Unternehmensbefragung zu starten. In den Tagen schreiben ungefähr 1500 Unternehmen im Landkreis an. Das ist so die KMU-Definition, also kleine und mittlere Unternehmen ab 10 Mitarbeiter, dass wir die wirklich mal abfragen, was sind jetzt gerade eure Probleme, Sorgen, Ängste, wo seht ihr Baustellen, dass wir wirklich proaktiv auf die Unternehmen zugehen und da schauen, welche Bedingungen können wir vielleicht irgendwie verbessern. Und das alles steht natürlich aber unter dem Thema, weil es einfach hier so prägnant ist. Und wir sind als Landkreis ja nicht umsonst im Slogan darauf gekommen, uns den Motor der sächsischen Wirtschaft zu nennen. Das hat ja auch seinen Grund, genau diese Themen abzufragen. Wir sagen immer schön bei der Gelegenheit, unser Landkreis Zwickau ist vielleicht der flächenmäßig kleinste im Freistaat Sachsen von den Landkreisen, aber dafür sind wir der am dichtesten besiedelste. Und wir sind vor allem auch, wieder unser Slogan, der wirtschaftsstärkste in ganz Sachsen. Und das ist durchaus ein Pfund, mit dem versuchen wir immer zu wuchern und die Vielfalt alles darzustellen. Und das ist nicht immer ganz einfach, aber da geben wir uns größte Mühe. Wir sind jetzt gerade dran, das ist ein ganz spannendes Thema, das läuft unter dem Begriff, haben vielleicht einige von Ihnen schon gehört, ITAS, die Initiative Transformation Automobilregion Südwestsachsen. Da sind wir also im Verbund mit unseren Nachbarlandkreisen und der Stadt Chemnitz ganz aktiv, um wirklich diesen Strukturwandel, auch was das für die Fachkräfte, die Arbeitskräfte, die Qualifizierung bedeutet, da auf einen guten Weg zu bringen, erarbeiten da Mobilitätsstrategien etc. pp. Ist eine ganz groß angelegte Sache, wo auch die Gewerkschaften eine gute Rolle mitspielen. Und jetzt sind wir gerade dran, da haben wir nächste Woche einen wichtigen Termin oder in zwei Wochen mit dem Landrat, dass wir vielleicht auch in Zwickau im Landkreis so eine Teststrecke für autonomes Fahren hinbekommen. Das wäre ja hier vor der Haustür quasi wunderbar. Ich sehe uns ja selber auch immer so als Modellregion für diese E-Mobilität. Angesprochen hatte Andreas Vormann auch die große Chance für die Region durch den Standort der Westsächsischen Hochschule. Gerne gab hier die persönliche Referentin des Rektors Auskunft. Ja, wir wollen als Westsächsische Hochschule in Zwickau natürlich unseren Standortfaktor weiter nach vorne treiben, mehr präsent in der Stadt sein, noch mehr und auch für die Region positiv wirken. Das große Ziel ist natürlich, die Studierendenzahlen weiter nach oben zu treiben und auch die Wirtschaft hier zu unterstützen, sei es in der Forschung als auch mit Fachkräften. Wir haben es heute gehört, es sind natürlich auch ein paar Faktoren, die Studenten vielleicht abschrecken, nicht in die Stadt zu kommen. Wir haben über Gastronomie gesprochen, über Freizeitangebote und das wurde heute wohlwollend in der Runde aufgenommen und wir haben es gemerkt, auch die Sparkasse Zwickau möchte sich da aktiv einbringen. Tolle Sache, wenn man so zusammenarbeiten kann. Definitiv, also wir sind da auch unglaublich dankbar, hier in der Region, in der Stadt starke Partner zu haben, mit denen wir gut zusammenarbeiten und kooperieren können. Wir haben auch, da stehen wir im engen Dialog miteinander und haben viele Projekte, die wir gemeinsam durchführen und freuen uns da eben so einen Partner wie zum Beispiel die Sparkasse oder eben auch die Stadt oder den Landkreis an der Seite zu wissen und da auch gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Denn viele wissen es gar nicht, wie toll die WHZ ist, was da alles auf den Weg gebracht hat. Vielleicht ein paar Beispiele? Was jetzt neu kommt, ist unser neues Reinraumlabor beispielsweise jetzt auf der Peter-Breuer-Straße, der große Neubau oder eben, dass wir Weltmeister geworden sind letztes Jahr mit unserem Racing-Team. Also wir sind das stärkste Rennteam weltweit oder dass wir eins der forschungsstärksten Hochschulen deutschlandweit sind zum Beispiel. Das sind solche Hidden Champions, sage ich schon fast, also was unsere Hochschule einfach ausmacht und eben auch dieses Fächerspektrum, was wir anbieten und die kooperative Forschung mit den Unternehmen fachübergreifend auch, also da arbeitet die Kunst mit dem Maschinenbau zusammen und so weiter. Also das sind schon Sachen, die sind sehr einzigartig. Wir waren auch dabei, als das neue Wohnheim eröffnet worden ist und das bietet natürlich auch wunderbare Bedingungen. Ne? Absolut, das ist gerade für unsere Studierenden auf dem Campus Scheffelberg natürlich jetzt ein großes Pfund, sehr nahe, ein neues, neu gestaltetes, sehr attraktives Wohnheim zu haben, was ja fußläufig auch sehr schnell erreichbar ist, unglaublich gut angebunden ist an den Nahverkehr und wo sie sich einfach auch zu Hause und wohlfühlen können, da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Am Ende war dieses dritte Pressefrühstück wieder ein Beleg dafür, dass es gut ist, zusammen an einem Strang zu ziehen. Grund genug für uns, am Ende einmal nachzufragen, wie es die Initiatoren empfunden haben. Eine sehr offene Runde aus der Unternehmerschaft, aus der Westsächsischen Hochschule, die Vertreter, eine offene Runde, auch eine Runde, die aufzeigt, wie wichtig es ist, dass wir mit positivem Blick in die Zukunft schauen und auch schauen dürfen.
dass wir uns nicht verstecken brauchen als Region Zwickau. Und das Fragezeichen hat sich aus meiner Sicht auch gut aufgelöst, denn Optimismus war der Tenor der Runde und das sollten wir alle nach außen tragen. Und ich freue mich, wenn Sie das auch als Pressevertreter so tun. Ja. Herr Fuhrmann, Ihnen liegt am Herzen, die Region sichtbar zu machen, Impulse zu setzen, die Wirtschaft voranzubringen. Und ich glaube, dieses Format ist natürlich genau das Richtige. Ja, wir haben mittlerweile ein Vertrauen untereinander, dass man über die Themen ganz offen sprechen kann. Es ist kein Monolog, wir tragen nichts vor, jeder trägt was bei. Und egal, ob es die Medienvertreter der Unternehmen sind oder die Pressevertreter, mittlerweile spüren ja alle, dass wir die Kraft haben, hier in unserer Region auch Positives voranzustellen. Wir müssen es nur tun. Wir müssen es miteinander pflegen. Ich erinnere mich, die erste Runde, da wurde damals dieser Zwicke vorgestellt. Und Sie haben es heute gesagt, das war wie eine Initialzündung und geht heute noch durch die Decke. Ja, so ist das. Die Unternehmen vor Ort, die kleineren Unternehmen, die Gewerbetreibenden, die leben davon, dass sie eben Kunden haben in der Stadt. Und wenn man sowas untereinander ein bisschen weitergeben kann, man sagen kann, wenn du als Kunde kommst und kriegst einen kleinen Rabatt, dann haben wir alle was davon. Ja, das war eine gute Initialzündung. Wir haben es aber heute auch von Ihrer Kollegin gehört. Gerade die Firmenkunden werden an die Hand genommen. Man hat eine ganz andere Nähe jetzt. Es ist nicht mehr diese Distanz. Ich glaube, das macht die neue Sparkasse aus. Ja, wir wollen aktiver wieder nach außen gehen, auch im Firmenkundenkreditgeschäft. Nicht nur das, wir wollen im Private Banking uns neu platzieren oder überhaupt erstmal richtig platzieren. Und wir sind optimistisch. Ich freue mich, wenn das unsere Frau Herzig als Leiterin des Firmenkundensenders auch so kundtut. Sie geht mit Optimismus voran und ja, wir wollen gerne hier das regionale Kreditinstitut sein. Dann sollte der Fortsetzung solch einer konstruktiven Runde doch nichts im Wege stehen. Der regionale Sport wird Ihnen präsentiert von Hofmann Metall, Ihr Experte für Ressourcenrückgewinnung. Die Eispiraten Grimmitschau haben zur gestrigen Saisonabschlussveranstaltung im Kultur- und Kongresszentrum Gera vor zahlreichen Partnern, Sponsoren und Fans die ersten Personalentscheidungen für die Saison 2024/25 bekannt gegeben. Die langjährigen Akteure Dominik Walsch und Ole Olef bleiben auch eine weitere Spielzeit an Bord. Das 22-jährige Eigengewächs Willi Rudert wird seine Profikarriere aus beruflichen Gründen allerdings beenden. Den kompletten Beitrag von der gestrigen Abschlussveranstaltung sehen Sie in der kommenden Woche bei Tag aktuell. Werbung. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau.
Internet mit bis zu 1000 Mbit. Einfach gebucht, schnell verbunden und viel gespart. Bis zu 1000 Mbit ab monatlich nur 39,99 Euro plus gratis TV. Jetzt informieren auf pure.com. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Wir hatten es schon angekündigt, der morgige Samstag wird ein traumhafter Frühlingstag. Bei Spitzenwerten von 23 Grad dürfen wir uns auf 11 Sonnenstunden freuen. Am Sonntag erwartet uns bei Temperaturen um die 20 Grad ein Sonne-Wolken-Mix. Gegen Abend beginnt es zu regnen. Auch der Start in die neue Woche gestaltet sich recht durchwachsen. Das Quecksilber klettert bis auf 16 Grad, Wolken dominieren dann das Wettergeschehen. Die Sonne kämpft sich immer wieder durch die Wolkenlücken. Auch gelegentliche Schauer sind möglich. Am Dienstag bewegen sich die Temperaturen dann nur noch knapp oberhalb der 10-Grad-Marke. Es gibt so richtiges Aprilwetter. Sonnenschein, Wolken und gelegentliche Niederschläge, darauf müssen wir uns einstellen. Ja, liebe Zuschauer, das war die Freitagsausgabe von Tag aktuell. Die Jubiläumsausgabe 20 Jahre Tag aktuell. Wir werden jetzt noch ein wenig feiern, inklusive morgen, denn eigentlich ist ja morgen erst der große Jubiläumstag, aber da wir da keine aktuelle Sendung haben, wurde das heute ein wenig vorgezogen. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Einschalten, wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende und wir sehen uns dann in der kommenden Woche hier wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.